Hallo Lieben und schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video hier aus dem Auto raus auf Undercover-Basis. Wir testen Undercover Glückspilz in Osnabrück. Glückspilz ist so, was Social Media angeht, Nonplusultra. Also die machen da alles richtig. Es gibt, soweit ich weiß, jetzt gerade keinen Burger oder irgendeine Food-Geschichte in Deutschland, die so eine Reichweite hat und so eine Social Media Power. Ich war letztens da schon in einem 1000 Euro, wer uns den besseren Burger zeigt, hab den One Piece Burger, den Chicken Burger gegessen. Rückwirkend kamen dann viele, die den normalen Burger, den normalen Cheeseburger nehmen oder die normalen Beef Patties, haben gesagt, das ist alles nur Marketing, die Burger sind nicht so geil und so. Beim Chicken Burger habe ich jetzt niemanden gefunden, der gesagt hat, habe ich nicht gefeiert. Nichtsdestotrotz will ich auch beim Chicken Burger gucken, undercover, nicht undercover, ist ja immer so ein Problem. Undercover, wie performt der? Aber was mich halt viel mehr noch interessiert, wie ist wirklich der Beef Burger? Den werde ich jetzt testen. Da war ich nämlich auch skeptisch, als ich den gesehen habe, alleine von der Ferndiagnose vom Patty her, aber das kann täuschen. Wir werden den testen, wir werden 3 Gänge, glaube ich, machen. Ich habe mir die Chicken Stripes rausgesucht, den Chicken Burger und den normalen Beef Burger. Die werden wir abchecken. Ich habe hier meinen Undercover-Agenten am Start, den wir pixeln werden. Moin, ihr Lieben. Moin. Kannst du die Stimme nochmal verstellen? Ja, der wird uns jetzt die Dinger rausholen. Das wird ein kurzes, knackiges Ding. Wir legen jetzt los. Wir gehen rein. Ich bitte dich, lieber Axel, bitte jetzt einmal Runde 1 den Chicken Burger und die Chicken Stripes. Dann wird er sagen, wenn das zubereitet ist, wird er sagen, oh ja, ich habe gerade noch einen Anruf bekommen, macht mir mal noch einen Burger nach, bringt mir die erste schon vorbei, damit der letzte frisch bleibt. Und dann geht das los. Ich bin heiß wie Frittenfett. So, Axel geht jetzt die Burger holen. Ich warte hier auf ganz entspannt, die Scheiben sind abgedunkelt, man kann mich nicht mal sehen, aber wir sind hier zumindest 15 Meter weiter weg auf einem anderen Parkplatz. Ich glaube, den Test werde ich draußen machen. Ich mag das immer nicht, ganzes Video im Auto. Ja, Axel. Let's go. Let's go. Oh, jetzt geht der Sitz zurück. Oh. Jetzt mit euch an der Realtalk-Basis, so meine Gefühlsebene. Das schmerzt mich schon sehr, wenn ich einen Burger, weil den Chicken Burger habe ich mit einer 8,5 bewertet. Der war schon saugut, rückwirkend, okay. Hätte man auch sagen können 8,3 oder sonst was, aber es war ein saustarker Chicken Burger. Und wenn dann alle schreiben, oh, alles nur Marketing, bla, 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 habt ihr natürlich auch hinterfragt. Ne? Zum Glück waren das alles dann so die, zumindest habe ich keine gesehen, die es auf den Chicken Burger bezogen haben, alles die Beef Patty Burger. Wo ich auch noch gesehen habe, ne? Das ist immer so von mir aus der Position als Creator, man hat so viele Augen auf sich gerichtet. Und man muss eigentlich alles beachten, wisst ihr, so, dann kriegt man einen geilen Burger unter die Nase, bedenkt aber vielleicht nicht, dass viele einen anderen Burger essen und dann kriegt man ordentlich Gegenwind. Muss man mit rechnen, aber man kann natürlich nicht immer alles bedenken, so ist das, aber wir werden sehen. Ich teste das Ding jetzt und dann schauen wir mal. Erstmal den Chicken Burger, der kann natürlich auch voll Grütze sein auf Undercover-Basis. Wir sehen uns jetzt in Runde 1. Oh, ich werde hier auf dem Parkplatz warten. Scheiße, ey, das ist mir trotzdem zu riskant. Ich sage, ey, ich habe keine Lust, hier hops genommen zu werden. Ich stehe mal wie der letzte Idiot bei so einem Undercover-Test. Die Leute denken, ich bin der letzte Affe. Finde ich vielleicht auch, aber egal. Ich nehme die Sache ernst. Nur mal, um die Situation zu erläutern. Damit man sich das mal vor Augen hält. Undercover, nicht undercover. Was kann da alles schief gehen? Erstmal komme ich natürlich, wenn ich mit Kamera bin, die wollen sich so gut es geht präsentieren. Das hat Reichweite. Da ist alles on point. Alles, was der Burger zu liefern hat, gibt es, wenn ich mit Kamera da bin. Setzen alles dran, dass alles perfekt ist. Wie kann es sein, wenn man mal nicht mit Kamera da ist? Letztes Mal waren wir angemeldet bei dem Video. Da wird man Bann genommen. Die liegen ja teilweise, muss so sein. Du kannst nicht alles wegschmeißen, 2-3 Tage. Die sind dafür gedacht. Und am dritten ist es nicht mehr ganz so geil wie am ersten. Dann haben die da irgendein Chicken liegen, was schon paniert ist. Denn machen die ganz frisch paniertes so. Das liegt da nicht schon 5 Stunden, so wie es eigentlich realistisch ist. Weil wenn es realistisch ist, wird es gemacht. Das liegt da 5-6 Stunden, wird verbraucht. Ich krieg's ganz frisch. Soßen, Verteilung, Menge. Welches Chickenstück wird genommen so? Es gibt so viele Stellschrauben beim Burger, die das Ergebnis von einer Bewertung von einer 10 auf eine 5 lotsen können, wenn ein schlechter Tag ist. Das ist bei allen Produkten so. Und deshalb müssen wir jetzt schauen. Das ist das Wichtige. Wie performen sie, wenn wir hier auf Undercover-Basis da sind? Ich gehe jetzt wieder rein hier, ey, dass es mir zu riskant ist. So, aber den Burger werde ich gleich trotzdem draußen snacken. Weil der zweite ist schon bestellt, der ist dann auch schon, wenn meiner kommt, ist der schon fast fertig. Da kann ich gar nicht mehr erwischt werden. So, mein Agent ist da. Danke, Rudi. Gehst du direkt den nächsten bringen, ne? Okay, Schlüssel ist hier drin, ne? Alles gleich schon bestellt. Gut, ich hau schnell rein, ey. Bis gleich, ne? Axel! Axel! So, Leute, direkt hier. Viel Spaß bei Runde 1. Hui! Ich gehe trotzdem erstmal auf den Boden hier. Ist mir sicherer, ist mir sicherer. Hier ist Burger Nummer 1, der One Piece Burger. Das Brioche war letztes Mal nämlich King auch, das war wirklich gut. Da schauen wir jetzt mal. Das war auch übrigens 30 Sekunden Fußweg hierher, nicht, dass jemand denkt, das ist jetzt schon kalt oder so.
Lustig, wie der Unterschied ist. Jetzt erinnere ich mich. Beim letzten Burger habe ich gesagt, Chicken ist bei mir aktuell nur Nebenakteur. Viel Kohlensäure, viel Brot. Erstmal nichts vom Fleisch gemerkt, musste mich erst durchkämpfen und dann kam das Fleisch. Hier war es genau anders. Keine Soßen, nur Fleisch, nur Bun. Erster Biss sogar komplett der Kontrast. Eher ein bisschen trockener. Todesknusprig. Ihr habt es gehört. Sehr positiv, ganz krank knusprig. Es kommt erst ein Impuls von was anderem als dem Fleisch. Was sehr geil ist, aber die Soßen haben gefehlt gerade. Die Saftigkeit hat gefehlt. Jetzt kommen die Gurken rein und Panade ist super, Leute. Panade ist super, sehr spezielles Feeling. Geht sehr rein in die ganz knusprige Richtung. Gibt auch Leute, die feiern das nicht, ganz klar. Geht echt beinahe in diese Chips-Richtung rein vom Knusper. So richtig intensive Chips-Crunch im Mund. Gurken schießen um die Ecke, super Kombi. Sau süße, geile Gurken. Ja, die passen schon. Alle, Bewertung gleich. Es geht in Runde 2. Chicken Stripes. Ich muss auch mal rübergehen, Leute. Hier ist zu schlechtes Licht. Wartet mal. Eigentlich kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Panade lecker, gut gemacht, knusprig. Wie auch der Chickenburger an einen oder anderen Stellen ein bisschen weicher, an der anderen knuspriger. Gute Würzung. Chicken hat aber mehr Power vertragen. Würde ich trotzdem wieder bestellen. Zwischendurch kommt ein bisschen mehr Intensität, wo das Chicken dünner ist durch die Panade. Schmeckt aber einfach sauber, clean. Desto mehr Panade, desto mehr Intensität. Gibt's nicht mehr zu sagen, ab Zone 3. Ich muss bei so einem Video auch immer noch mal sagen, du kannst es bei so einem Video nicht recht machen. Wenn ich jetzt gut bewerte, werden wieder alle sagen, oh, der wollte auf seine Meinung beharren. Er will zeigen, dass er sich nicht beirren lässt von seiner Meinung. Wenn du schlecht bewertest, sagen wieder die Hater, der ist eigentlich nicht mit seiner Meinung. Jetzt lässt er sich davon beeinflussen. Du kannst nie jemand recht machen. Entweder ihr denkt, dass ich das sage, was in mir steckt, oder ich erzähle euch irgendeinen Scheiß, was ihr hören wollt. So, ne? Aber ich denke, die Leute, die immer meine Videos gucken, wissen, bei mir kommt immer raus, was ich denke. Bei dem Burger kompromisslos, Leute, wirklich. Das ist in der Tat kein guter Burger, muss ich sagen. Er ist lecker. Ich finde, es kein Burger, wo du nicht sagen kannst, dass er nicht lecker ist, aber es ist kein guter Burger. Das Patty ist vom Feeling her, du könntest auch denken, dass es TK wäre. Ich glaube nicht, dass es TK ist. Das ist so ein typischer durchgebratener Patty. Einfach stumpfes Ketchup-Feeling. Einfach so, wenn du denkst, ich mache mal einen Burger, ohne jetzt viel Leidenschaft und Inbrunst reinzustecken, was mache ich denn? Ich nehme ein Stück Fleisch, ich mache Käse drauf, ich mache Ketchup drauf. So. Ja, aber ihr seht es auch. Das ist Bun leider auch trocken. Als hätte ich es vorhin geahnt, als ich das gesagt habe. Auch von der Konsistenz nicht perfekt, das Fleisch. Gibt's nicht viel zu sagen, ab zur Bewertung. Bewertung von drin, Leute, weil das spiegelt so, ich kann die ganze gar nicht sehen, ob ich zu sehen bin. Ich hoffe, das wird kein großes Video, weil man mich nicht sieht die ganze Zeit. Das ist eigentlich eine relativ einfache Nummer. Für mich am schwierigsten zu bewerten, tatsächlich Runde 1. Runde 1, ich sage euch einfach frei raus aus dem Herzen. Man möchte eigentlich noch eine 8 geben, weil das Chicken saugeil ist. Der Coleslaw ist geil, die Gurken da drin, diese Kombi. Oh, dieser gefühlt Chips-Crunch von der Intensität. War schon geil, aber man muss es genau nehmen aus meiner Position. Am Anfang war es zu trocken, die Saftigkeit hat gefehlt. Der Bun war auch nicht ganz perfekt. War einfach, als hätte ich es gerochen am Anfang, als ich meine Ansage gemacht habe. Der war letztes Mal deutlich besser. Ich will gerade eine 8 geben, ich komme aber nicht ganz dahin. Der erste Eindruck ist auch sehr wichtig beim Burger. Über eine 7,8 komme ich nicht raus bei dem Burger dieses Mal. Aber das ist ein Burger, das kann ich euch da draußen sagen. Fahrt für diesen Burger dahin. Klar, wenn ihr mal Pech habt, so in Anführungszeichen Pech, so wie ich heute, dann ist es immer noch sehr geil, aber nicht ganz so geil wie sonst. Aber wenn ihr den am guten Tag erwischt, ist das ein klasse Chicken Burger. Das sage ich mit all meiner Erfahrung von den ganzen Burgern, die ich gegessen habe in Deutschland, ist es ein guter Chicken Burger. Wirklich unbedingt probieren. Die Chicken Stripes Runde 2 fand ich auch absolut in Ordnung. Waren super lecker, würde ich wieder bestellen. 7 von 10 Punkten. Absoluter Kontrast, aber dann bei dem normalen Beef Patty. Man muss es einfach sagen, bei dem Beef Burger. Und da appelliere ich auch an die Glückspilz-Crew. Und ich liebe euch, ich habe euch kennengelernt. Ihr seid so geil. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer auf mich. Aber manchmal nimmt man sowas ja auch für einen Umschwung. Wenn man so eine Social-Media-Power hat wie ihr
und dann ein sauheftiges Produkt. Ihr würdet alles zerreißen. Aber der Beef Burger, und da darf man auch nicht geblendet sein von dem, ich mache das selber, weil jeder kennt das, wenn er zu Hause Essen macht, ist, man darf sich selber nicht fragen, ob es gut war. Du musst jemand anders fragen, weil manchmal ist man da verblendet und ich weiß nicht, wie ihr das seht vom Glückspilz-Team, aber es ist kein guter Burger. So wie ich ihn jetzt bekommen habe, ist es kein guter Burger. Das Beef Patty, ich glaube nicht, dass es gefroren war. Es war aber auf jeden Fall todesdurchgebraten und einfach nicht gut. Da kann man mir auch nicht vorwerfen, wenn ich den esse und irgendjemand sagt, ach Holle, der hat jetzt nur weil und ach Holle, der hat doch keine Ahnung. Nein, der Burger ist leider wirklich kein guter Burger. Er ist ein leckerer Burger noch, absolut essbar. Aber wenn man das jetzt auf einer realistischen 1 bis 10 Bewertung beurteilt, auf einer Skala, kommst du auf einen absoluten Durchschnitt von 5 von 10, kommst du nicht drüber hinweg mit dem Burger. Das geht nicht. So, ich küsse euch alle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Meine Ehrlichkeit wie immer. Und denkt an den Daumen oben. Einmal runterdrücken für den direkten Support, um das Video zu pushen. Ja, an euren Kommentar, was ihr zum Video sagt. Und probiert unbedingt den Chicken Burger. Der Chicken Burger, absolute Bestellung wert. Kuss geht raus. Auch ans Glückspilz-Team. Ich habe euch sehr hart gefeiert. Ich hoffe, ihr mich auch immer noch. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal.